Heute geht es um das Thema Black and White im Dark Bay 700 von Be Quiet Gehäusern. Lasst euch einfach überraschen und alles weitere nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel und schön, dass ihr eingecheckt habt. Heute habe ich mal was ganz, ich habe mir was einfallen lassen. Ich fand es langweilig, so einige Platten, die man da drin hat, Kunststoffabdeckung, einfach mit Klebefolie zu über. Ist langweilig. Finde ich auch nicht so schön. Deswegen habe ich mit der freundlichen Unterstützung von Be Quiet vom Service, die haben mir die Kunststoffteile nochmal zur Verfügung gestellt, einige. Und mit der freundlichen Unterstützung meines Lieblingslackierers, dem Jürgen Meyer hier aus Langenhagen, der Bayernstraße, kann ich euch nur empfehlen, hat mir das kostengünstig lackiert, weil mit selber lackieren kann ich, aber mag ich nicht so gerne. Und mit Sprühdose, das wollte ich nicht. Also es soll ja auch ein bisschen was aussehen. Und heute kommen wir zum Prunkstück. Meine ich jedenfalls. Ich finde es nur noch geil. Die ganzen Kunststoffteile habe ich mir schön in weiß glänzend lackieren lassen. Und dazu würde ich euch gerne mitnehmen auf meine neue kleine Reise. Ja, ich fühle mich wie so ein kleines Kind und freue mich schon drauf, das Zeug einzubauen und gucken, wie das dann letztendlich aussieht. Und damit würde ich euch gerne mitnehmen. Dann will ich jetzt heute auch nicht so viel quatschen. Dann möchte ich euch zeigen, wie man erstmal die Platten rausnimmt anständig, das wieder sauber verbaut, ne, und möglichst auch keine Kratzer drauf machst. Und dann wollen wir uns das Ganze hier immer ein bisschen verschönern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und wie gesagt, ich freue mich wie so ein kleines Kind, wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fällt. Ich hoffe, es ist eine schöne Anregung und es wird euch Spaß machen. In diesem Sinne geht es jetzt ab zum Hardware-Check. So, als erstes zeige ich euch erstmal, wie man die Dinger. Da bedient man sich hier so ein Handy-Werkzeug und kann dann hier hintergreifen. Und hier sind zwei Laschen drin. So in der Mitte. Wenn ihr denn da hintergreift, könnt ihr das Ding schon mal dann rausziehen. Dann entfernt er, wie hier, muss ich das Hui entfernen. Die ist nur leicht aufgeklebt. Dann könnt ihr die Backplatten oder die Platten hier entfernen. Die sind auch nur so drin. Beim Reinmachen genau umgekehrt. Erst die einfügen. Dann entnehmen wir hier, bediene ich mich auch wieder des Werkzeuges, will ja nichts kaputt machen. Mal die alle schön zur Seite. Ist ein praktisches Handywerkzeug, ist aber praktisch. Hier ist genau das gleiche. Die sind echt nur reingedrückt. Ne? Ist also nichts Schlimmes. Ne? So, dann haben wir die alle entfernt. Die packen nachher schön sauber weg. Falls man nochmal wieder auf schwarz gehen will. Ihr müsst jetzt nicht weiß benehmen. Ihr könnt also auch durchaus irgendeine andere Farbe benutzen. Das ist ja Geschmackssache. Ne? Um die Teile hier rauszukriegen, ist schwer reinzudrücken. Also ich bediene mich da einfach so und so werden wir sie auch wieder reindrücken. Das heißt, nach und nach. Und dann haben wir die Teile schon entfernt. Na, hier muss ich noch mal kurz das Kabel wegnehmen. Das ist dann habt das leichter. Also so einfach die Dinger wieder reinzudrücken ist nicht ganz so einfach. Ist schon ein bisschen schwieriger. Davon habt ihr 5 Stück drin. Das ist eigentlich nicht viel Arbeit. Deswegen drehen wir jetzt hier heute auch mal durch. Und so. Und so. Ihr seht, habt ihr für die Case, also für die Festplattenhalter-Case, die Dinger schon entnommen.
Die packen wir jetzt auch zur Seite und dann bedienen wir uns. Fangen wir mit denen erstmal an. Na? Kann man sich ja sehen, wie man das wieder rein muss. Oder nach unten. In diesem Fall fangen wir nach unten an. Hoffe ich doch zumindest. Ja, wir mussten, glaube ich, nach unten setzen. So. Dann setze ich die wieder leicht an. Ja, die Abstände dazu zu halten, ist jedem selber überlassen. Das war immer ein bisschen schwieriger. Geht nicht mal so eben 0815, vor allen Dingen, wenn das ganze Ding hier auf dem Drehteller sitzt. So, drin haben wir sie und jetzt können wir hier dran an allen ziehen und kriegen es ganz rein. Ja? Ist jetzt nicht, dass hier ein bisschen Farbe sieht sowieso keiner. Wichtig sind die Außenplatten. Und so machen wir es mit den anderen auch und so weiter und so fort. So, das mache ich jetzt für euch mal eine kleine Pause. Ja? Vielleicht kriege ich den nächsten ja etwas schneller rein, ohne dabei zu filmen. Schauen wir mal. Also hier werde ich mir jetzt was anderes einfallen lassen müssen. Das Ganze mal von unten versuchen. So, ersten haben wir drin. Ziehen wir uns das nach und nach ein bisschen nach. Nicht ganz so einfach, Leute, aber es ist nun mal für einen guten Zweck. So, ich habe mich da doch noch mal entschlossen, die ganzen Dinger umzudrehen. Sieht stylisch vielleicht etwas besser aus. Na, hat sich wieder ein bisschen Staub da drin angesammelt. Natürlich nicht so schön. Wenn wir den gleich mal wegmachen müssen. So, die einzelnen Reste. Jetzt kommen wir dazu, ihr müsst euch angewöhnen, die Teile zuerst reinzusetzen. Sonst kriegt ihr die nicht rein. Na, ist halt so. Gibt es jemals immer ein bisschen Probleme, weil es ist echt schon verdammt eng da drin. Zumal wenn man da gerade schon mal eine, wie ich hier, eine Karte drin hat, wird es problematisch, den einzusetzen. Aber der scheint drin zu sein. So. Jetzt sitzt er. Ja, um das mal zu verdeutlichen. Und dann könnt ihr im Prinzip jetzt die letzte einsetzen. Wenn es denn passen soll. Ja, nochmal umsetzen. Drinne sauber. So, um die jetzt festzumachen, das wollen wir natürlich nicht so großartig machen. Ich habe hier noch ein Klebeband drauf, das machen wir jetzt mal ab. Und nehmen hier so ein 3M. Kann ich euch in die Video, die Dinger sind echt in die Videobeschreibung packen, die sind echt cool. Vor allen Dingen, die kriegt man später mal wieder ab, wenn man dann genug Fingernägel hat. Das erste Mal abzuziehen. Das Zeug klebt echt heftig. So, setzen das wieder schön gerade an. Möglichst. Ja, würde ich sagen, mal so eben, ne? Keine schlechte Sache. So, jetzt können wir zum Schluss die Endplatte nehmen. Die wird nur eingesetzt wieder. Es ist also echt nicht schwer.
Und schon haben wir unser Black and White fertig. Also nur geil. Das Ganze mit zusammen mit der RGB ist bestimmt sehr angenehm. So, das Ganze noch ein bisschen geputzt jetzt. So sieht das dann im fertigen Zustand aus. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze mit der RGB-Beleuchtung wirkt. Tja, das war meine Phase 3. Ich glaube, an der Maschine gibt es jetzt, glaube ich, so gut wie nichts zu verbessern mehr. Man kann das vielleicht noch ein bisschen anders hochstellen. RGB-Kabel noch mal sauber verlegen. Aber ansonsten bin ich der Meinung, tolles System. Ja. Super gemacht. Finde ich nicht schlecht. Hat was. Und vor allen Dingen hat nicht jeder. Vielleicht jetzt doch bald. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch in anderen Farben machen. Ist halt jedem selber überlassen. Hier nochmal die Details zu den Slotblechen. Die kann man sich auch bei eBay oder woanders besorgen in Weiz. Gibt halt so kleine Akzente, die ich jetzt echt super finde. Vielleicht werde ich nochmal irgendwann die Wasserkühlung in die Front verbauen, aber das glaube ich weniger jetzt. Oder ich werde hier zumindest die NZXT-Lüfter nochmal verbauen, die jetzt übergeblieben sind. So, vielleicht das nochmal als Akzente oder mal schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, ich werde es jetzt so lassen. Ist schön geworden. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zu verbessern. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die RGB-Beleuchtung an, wenn das ganze Zusammenspiel angeschlossen ist, mit Scheibe vor. Ja, so das Ganze ohne Scheibe. Schon echt super, finde ich. Aber ist wiederum Geschmackssache. Ne? Also da können sich ja die Geister drüber streiten. Ihr könnt euch ja, schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefällt. Oder man könnte jetzt noch so ein kleines Accessoire dran machen, wie hier so ein Aufkleber von Gigabyte. Da gucke ich nochmal, wie mir das gefällt. Links oder rechts, weiß ich noch nicht. Aber jetzt machen wir erstmal die Scheibe vor und dann schauen wir uns das Ganze nochmal mit der Scheibe an. So, und jetzt haben wir das Ganze nochmal schön bunt beleuchtet, wie ich es vorher auch hatte. Mit der Scheibe vor. Durch die Scheibe wirkt das natürlich alles ein bisschen cooler jetzt noch. Leicht rauchig. Na, ja, das ist so mein Black and White. Oder Black and White Be Quiet Gehäuse. Schön. Also mir gefällt es. Ist aber wie gesagt Meinungs. Jeder hat seine eigene Meinung darüber. Aber ihr dürft eure Kommentare gerne abgeben. Na, ich glaube, mehr ist hier einfach nicht mehr dran zu machen. So, dann sehen wir uns gleich vorne. Ja, da sind wir wieder zurück. Bin hier irgendwie geplättet. Ich finde es wunderschön. Aber wie gesagt, es ist meine Meinung. Na, es war eine Idee, ein Black and White zu machen. Nicht zu viel weiß und auch hier nicht großartig an Gehäuse selbst rum zu lackieren. Wie gesagt, und das Ganze dann vielleicht mit Klebefolie zu machen, war mir einfach zu blöd. Viel Arbeit und vielleicht, wenn ich besser lackieren könnte, hätte ich selber lackiert, aber meine Lackierungskünste sind nicht ganz so toll. Man kann damit leben, ich habe auch schon Motorradverkleidung lackiert, aber wie gesagt, ich bin halt nicht vom Fach und ich wollte es vom Fach haben. Dafür nochmal danke, Jürgen Meier. Na, hast du gut gemacht. Super Sache. Ja, danke auch nochmal an BeQuiet für zur Verfügungstellung der Teile. Ja, jetzt habe ich die Auswahl, wenn ich mal keinen Bock mehr habe drauf, auf zu viel Weiß, kann man ja immer noch wieder ein bisschen kombinieren und den Schwarze oder Schwarz-Weiß machen, je nachdem, wie man da gerade Lust drauf hat. Und sich ein bisschen was einfallen lassen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr vielleicht noch verändern würdet oder ihr anders machen würdet. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Na,
dafür sind die Kommentare da. Ich werde darauf antworten. Und ich glaube, jetzt noch irgendwelche kleinen Aufkleberchen oder so drauf machen, das verspare ich mir. Es würde zu viel werden. Na, man kann jetzt noch ein bisschen mit der RGB-Beleuchtung rum experimentieren. Ja, und meine Frage an euch, würdet ihr jetzt wieder die Grafikkarte mit dem Riser-Kabel horizontal oder vertikal einbauen? Weil das ist die Frage. Sie sitzt sehr dicht an der Scheibe und wird doch schon die Temperaturen. Aber vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus. Macht doch einfach mal schon Vorschläge, was ihr machen würdet jetzt. Na? Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Die Herstellerlinks packe ich euch in die Videobeschreibung. Den meinen Kumpel da, den Herrn Meier, den, wenn ihr mal was zu lackieren habt, schmeiße ich auch unten in die Videobeschreibung. Na? Und den kompletten Rechner findet ihr auch. Also den kompletten PC mit allen Teilen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Na? Wenn ihr Lust habt, nutzt die Affairs-Links oder lasst euch jetzt auch mal Sachen einfangen, schreibt mir einfach dazu. In diesem Sinne kann ich mich nur verabschieden. Hat mir mal wieder Spaß gemacht. Und freue mich schon aufs nächste Video, was jetzt schon am Start ist. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche mit eurer Hardware. Kommt gut durch die Woche und schönes Wochenende, wie auch immer. Der Darky checkt jetzt aus, ne? Und er freut sich seines Maschinchens, weil ich glaube, es gibt jetzt nichts mehr dran zu machen. Es wäre, alles andere wäre jetzt reine Geldverschwendung. Ne? In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch, wie gesagt, schon noch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Bis dann. Und bis zum nächsten Hardware-Check.